Also diese beiden, Frank, gleich geht's los, übrigens, sind absolut gleichwertig. Ja, also ich würde hier keinen Favoriten benennen wollen, alles möglich. Der Schiedsrichter hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Wesley Sneijder. Arjen Robben im Ballbesitz. Ganz sicher hat er das gemacht. Balotelli. Sicher in der Ballbehandlung. Gut blockiert vom Verteidiger. Da wird der Trainer zufrieden sein. Ja, er hat sich den Ball wiedergeholt. Gut gemacht. Arjen Robben im Ballbesitz. Geht er rein? Eckball. Können die da was draus machen? Torhüter, guck mal hin, den hat er gut abgeblockt. Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird es geben. Und er versucht es mit dem Kopf. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. De Rossi. Ein Versuch der Balleroberung. Balotelli. Jetzt nimmt er dem Verteidiger den Ball ab. Daraus könnte sich eine Torchance entwickeln. Wesley Sneijder. Zweikampf um den Ballbesitz. Wesley Sneijder. Andrea Pirlo. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Er gewinnt den Zweikampf. Ja, so schnell kann das gehen. Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist der Ball weg. Nigel de Jong. Arjen Robben im Ballbesitz. Und das macht er richtig gut. Tolle Flanke. Was für eine Parade. Da wird zum Eckball geklärt. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist klar. Er muss Abstoß geben. Ball war im Tor aus. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Er kommt zwar an den Ball ran, kann ihn aber nicht kontrollieren. Super von außen reingespielt. Ein herrenloser Ball. Wer will ihn haben? Zweikampfsieger auf der Außenbahn. Jetzt diese Dynamik in die gegnerische Hälfte tragen. Andrea Pirlo. Ja, da hatte er keine vernünftige Option mehr. Deswegen musste er den Ball ins Aus spielen. Wenn jetzt eine präzise Flanke kommt.
Andrea Pirlo. De Rossi. Nigel de Jong. Ja, der Pass kommt an. Er könnte passen. Das war eine Glanzparade des Keepers. Der Ball ist im Aus. Eckball. Und der Ball ist völlig frei. Halbzeit. Es steht unentschieden. Eine vollkommen offene Partie. Die sind wirklich gleichwertig in dieser ersten Halbzeit, Buschi. Schlicht und ergreifend, Manni, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt nochmal auszuwechseln. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung, jeder steht in seiner Hälfte, die zweite Halbzeit beginnt. Andrea Pirlo. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Andrea Pirlo. Gilardino. Solche Spieler kriegst du kaum unter Kontrolle. Immer wieder steht er im Strafraum genau da, wo... Und der Ball ist drin! Lange hat's gedauert. Jetzt ist es passiert. Endlich das erste Tor in dieser Partie. Arjen Robben im Ballbesitz. Wesley Sneijder. Ja, das ist der Ausgleich. Da sah die Abwehr aber nicht gut aus. Tja, Buschi, das war ein schönes Tor, aber irgendwie kam es doch ziemlich überraschend. Ja, weil der Torhüter bisher ja überragende Leistungen hier gezeigt hat. Vielleicht war er da ganz kurz unkonzentriert, keine Ahnung. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihn das in irgendeiner Form aus dem Tritt bringt. Und hier sehen wir nochmal ganz deutlich, manchmal hilft es nicht zu denken, einfach draufzuhalten. Und das ist die Belohnung. Cassano. Gilardino. Und schon wieder Eckball. Gucken Sie sich das an. Das ist das Eckballverhältnis. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Ja, so kann es weitergehen. Der landet irgendwo im Nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. De Rossi. Gilardino. Hünteler. Muss Einwurf geben. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Der Ball trifft den Pfosten und... Und er springt einfach über den grätschenden Angreifer hinweg. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Da gibt es nur ganz wenige, die das mit den Freistößen so gut können wie er. Und per Kopf.
Und der Ball fliegt ins Tor aus. Klare Sache, Abstoß. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Heitinger. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Andrea Pirlo. Bis jetzt war das eine extrem spannende Sache hier. Und erst recht spannend wird die Schlussphase. Ja, da sollten Sie den Ball lieber nicht verlieren. Van der Vaart. Hüntela. Das Unentschieden reicht nicht aus Ihrer Sicht. Sie wollen hier das Führungstor. Und in diesem Moment ist es einfach nur eine Frage der Nerven. Geht's hier um nichts, macht er das Ding locker. Balotelli. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Naja, er hat es halt mal versucht aus dieser Distanz. De Rossi. Vielleicht können sie aus diesem Freistoß kurz vor dem Ende noch was machen. Ja, da muss es Gelb geben. Hüntler. Schuss und kurz vor Schluss eine solche Möglichkeit. Das hätte es sein müssen. Ja, wenn das Ding reingegangen wäre. Schauen Sie sich die Reaktionen an, da draußen an der Linie. Van der Vaart. Wir hätten gerne einen, aber wir haben keinen Sieger nach 90 Minuten.